Ich heiße Gideon Reckli. Ich komme vom Hospital. Ich bin Steinbildhauer. Arbeite hier gerade mit dem hiesigen Speckstein. Ja, also früher haben wir den Speckstein sehr viel gebraucht für die hiesigen Gildsteinöfen, die in den vielen alten Häusern hatten, Gildsteinöfen drin hatten, als Heizelement. Und auch, wir machen jetzt heute auch immer noch die Speckstein-Öfen. Und auch im Sommer machen wir auch die mal so Speckstein-Kurs, wo auch solche, die weniger Erfahrung haben in Steinbearbeitung, können mal mit Speckstein arbeiten und sich mal ein verwirklichen drin. Und hier sind wir am Ursprung. Das hier ist der grüne, härtere Serpentin, der hinter uns abgebaut wird. Hier rechts ist der Speckstein, der wesentlich weichere, der früher für unsere Familie für Gülsteinöfen gebraucht wurde, wo wir etwa seit 1671 her gemacht haben. Und ich bin jetzt eigentlich auf der Suche nach einem passenden Speckstein für ein Figürchen oder etwas, das ich jetzt noch finden sollte. Mal schauen. Das ist Speckstein. Das ist Speckstein richtig und sieht auch ziemlich weich aus. Das ist gut. Speckstein haben wir viel aber für Öfen gebraucht oder für Zierelemente oder auch Kielen. Ich muss mir jetzt vorstellen, hier ist früher der Stollen bis hinter den Steinbruch gegangen. Und dann haben sie die Steine mit so alten Steinwinden oben auf so Schienen geklüpft und mit diesen Loren die Steine nachher für den Gang durch hier befördert. Bis ins Gebäude, wo sie dann nachher unter die Zage gekommen sind. Und da kommen wir jetzt nachher mit den Steinen rein, wo wir nachher die Steine, wie früher auch noch, auf dieser Lore können unter die Zage transportieren, die wir immer noch brauchen.